Die 42-jährige Frau musste in den letzten Tagen mehrmals betrieben werden. Die Nachbarn der Männer sind schockiert über das Verbrechen. 17 der mutmaßliche Täter M. kommt wegen Absprache und Flucht in Gewahrsam. Der Täter hat die Frau in dieser Kurve geschossen. Der Täter soll auf das Fahrzeug des 42-Jährigen für 20 Minuten Jas bietet gewartet haben. Eine Person. Suri Today, der mutmaßliche Täter konnte nach einer großen Untersuchung der Polizei festgenommen werden. Die Nachbarn sind schockiert über das Verhalten des mutmaßlichen Täters. Ein Mann liegt in den Büschen in einer Kurve zwischen Windisch AG und Gewingsdorf AG. Er wartet auf seine getrennte Frau, die dort fahren soll. Bekommt Anfrage. Das kantonale Büro des Kantons von Aargau gab nur bekannt, dass die Untersuchung fortgesetzt würde. Für den mutmaßlichen Täter, ein 43-jähriger Italiener. Das Risiko von Absprachen und Flucht wurden aufgetragen. Nach Untersuchung von 20 Minuten wurde die Frau aufgrund ihrer schweren Verletzungen von einem Aargau-Krankenhaus in eine Zürich-Sonderklinik gebracht. Die Familie des Opfers will den Fall im Moment nicht kommentieren. Sie geht es nicht gut, sagt ihr Vater. Schwierige ehemalige Nachbarn der Frau berichten über eine angespannte Beziehung. Es wurde oft sehr laut, argumentierten sie oft, sagt eine Frau. Die gewöhnlichen Kinder des Paares, zwei 5- und 8-jährige Mädchen, heute hätten oft alles bemerkt. Einmal. Wir saßen auf dem Balkon und hörten, wie sich der Mann und die Frau mitten auf der Straße gegenseitig schlugen. Die Frau entschuldigte sich dann für den Lärm. Ein anderer Nachbar sagt auch, dass sie gehört haben, dass sie nicht alles reibungslos verlaufen. In Wohersach, wo der Ehemann M. mit seiner Mutter lebt, ist der Bewohner schockiert. Ich kenne ihn seit seiner Kindheit. Er war immer sehr höflich und höflich, sagt ein Nachbar. In den letzten Jahren hat er gehört, dass M. die Trennung war beunruhigt. Wie er sagt, hätten die Kinder ihn nicht mehr besuchen können, sagte der Nachbar.